Herzlich willkommen bei Mega Caravan in Dinkelsbühl, bei mir auf unserem YouTube-Kanal. Ja, heute haben wir ein etwas anderes Video, kein Technikvideo, sondern wie ihr alle wisst, bin ich ja auch Tournee-Vertragshändler und somit kommt es natürlich auch vor, dass man immer wieder mal super gute, gebrauchte, wunderschöne Fahrzeuge hier zu Gesicht bekommen. Und hier haben wir jetzt wieder so ein Fahrzeug, wo sofort zur Verfügung steht. Er ist nicht mehr ganz nagelneu, aber fast nagelneu. Das Fahrzeug hat 17.000 Kilometer, ist, ich glaube, knapp ein Jahr alt. Also auch noch in der Garantieleistung und eine fantastische Ausstattung. Der Kunde hat sich das Auto gekauft. Aber dann im Geschehen hat er sich umorientiert, gleich den Verkaufsgrund zu nennen, weil das ist kein Geheimnis. Er wollte dann einen Lastrada, weil er ein H3-Dach wollte, was es bei Tournee halt nicht gibt. Und somit hat er sich dann wieder umentschieden und jetzt steht er zum Verkauf. Ich würde euch gerne mal so ein bisschen die Sonderliste oder die Umbauliste, Zusatzliste, was er da alles drin hat, mal kurz erläutern, weil das Fahrzeug hat echt jede Menge Zubehör und das finde ich schon echt fantastisch, was da alles drin ist. Also allein in der Tournee-Sonderausstattung haben wir natürlich Polster in teilweise Textillederausstattung, Frontscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, automatische Klimaanlage, klar, dann die Bullbar in Black, Außendusche, Gasanschluss außen, Solarpanel mit 150 Watt Peak, die vier Alufelgen, wie wir sehen. Dann hat er einen Tritt für einfachen Zugang hinterm Bett, das erläutere ich gleich nochmal. Den Einlegeboden in der Dusche, einen 1500 Watt Wechselrichter, ein elektrisches Ablassventil fürs Abwasser sowie ein Ablassventil auch fürs Frischwasser. Das sind jetzt einmal so die Dinge, wo in der Tournee-Sonderliste stehen. Aber dann hat er natürlich noch jede Menge extra. Also zum Beispiel für die Thule Markise, die er serienmäßig dabei hat, ist ein Sandblocker und eine Spannstange dabei und ein Abspannset. Dann hat er schon auf Alugas umgerüstet und jetzt gehen wir doch einmal rein oder beziehungsweise gehen wir doch einmal etwas näher ran. Vorher schlaufe ich mal einfach drumherum. Die Farbe ist auch, finde ich, sehr geil. Also mir gefällt die wunderbar. Die ist dieses Grau, dieses Sandgrau, finde ich einfach, schaut schon richtig, richtig actschig aus. Also Stone Grey Edition. Also richtig geiles Fahrzeug. Fällt auch nicht ganz so arg auf. Und natürlich jede Menge Extras. Jetzt gehen wir einfach mal rein in das schicke Auto. Und beim Reingehen fällt uns gleich auf, was er als allererstes hat. Gehe ich gleich mal drauf. Eine Ast-Zuziehhilfe. Die ist Gold wert. Gerade auf den Stellplätzen ist das richtig geil. Also da kommt, da geht die Tür richtig schön leise zu, vor allen Dingen, wenn man es von innen zumacht. Also das ist echt richtig schick. Also ihr seht, das Auto ist wirklich komplett neuwertig. Das Einzige, was natürlich ist, klar, im Spülbecken hat man mal die ein oder andere, man spült ab, ist Edelstahl. Ne? Also, aber auch das schaut tipptopp gepflegt aus, alles top, toppi in Schuss. So, jetzt machen wir es uns mal kurz hier bequem. Voilà. Gehen wir da mal ein bisschen hin. Und jetzt zeige ich euch mal kurz hier die Liste.
Also hier haben wir die ganzen Zusatzlisten dabei und allein von der Ausstattung her hat er ein Goldschmidt-Paket, also ein Luftzusatzfahrwerk auf der Hinterachse. Dann hat er die 5 AT-Reifen, die sind natürlich extra. Dann kriegt er nochmal 5 Stahlfelgen mit Goodbridge extra dazu. Dann hat er eine komplette Titronic-Alarmanlage. Er hat die Brickstops verbaut. Er hat Osram Nightbreaker im Abblendlicht und im Fernlicht dementsprechend verbaut. Er hat Unterbodenschutz inklusive Hohlraumversiegelung. Das ist auch ganz wichtig. Und eine Liontron 150 Amperestunden Lithium-Batterie mit Victron-Control-Panel. Und dann hat er hinten, das schauen wir uns gleich an, noch ein Aluminium-Auszugsregal. Dann hat er noch ein Ruder mit LTE und Teltonika DIN Real, keine Ahnung, Root 9X. Also jedenfalls LTE mit Ruder und Antenne obendrauf. Dann hat er die Ast-Zuziehhilfe, ein Sog hat er mit eingebaut, LED, Fahrerhausbeleuchtung und das finde ich ja besonders geil. Na, das muss ich euch zeigen. Das ist die hier. Die verbauen wir allerdings auch bei unseren, aber die ist richtig geil. Gefällt mir sehr gut. Also dann schaut das alles auch so sehr wertig aus da oben. Also das ist echt eine tolle Sache. Hier oben hat er das Kontrollpanel von Victron. Und wenn wir jetzt hier aufmachen, hat er den Victron Solarregler drin. Das da ist die Fußbodenheizung. Hier haben wir die Gastherme. Da hinten schaltet man den Wechselrichter ein. Hier haben wir den Ruder. Dementsprechend, die Freaks unter euch wissen, welcher das ist. RUT 955 hat er sich einbauen lassen. Der ist deswegen hier auf so einer Clipschiene, damit man ausklipsen kann, damit man sauber an die ganzen Kontakte rankommt. Es ist auch eine geschickte Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Dann gehen wir mal kurz ins Badezimmer. Auch das schauen wir uns natürlich an. Das ist wunderbar, sauber, gepflegt, ordentlich. Also schaut richtig, ja, top aus, kann man nichts sagen. Ist ja auch erst ein Jahr alt, nicht einmal ganz ein Jahr. Also richtig schönes Fahrzeug. Hier der Vorhang, wenn man schläft, kann man den zuziehen. Dann haben wir hier die ganzen Kissen dabei für einen Zusatzbettumbau. Und hier unten, voilà, sehen wir den Tritt, wo man dann dementsprechend hier vorne herstellen kann, damit man leichter ins Bett kommt, wenn man das möchte. Hier haben wir das Schott, wo man einfach zuzieht bzw. aufmacht. Hier haben wir das Regal, das schauen wir uns gleich nochmal von hinten an, wie das ausschaut. Da sind auch noch ein paar andere Teile dabei. Also alles in allem echt eine tolle Geschichte. Hier haben wir das Kochfeld. Was mir immer hier sehr gut gefällt, der Ablauf im Kochfeld gleich mit integriert. Wenn man hier mal sauber macht, dann geht es gleich alles hier in den Ablauf mit raus. Also auch eine tolle Sache. Echt Geschichte. Dann haben wir hier den Gas Pro. Dann haben wir natürlich eine Webasto 4 kW Dieselheizung. Das Kontrollpanel da oben dran. Also hier ist auch nichts wild verbaut. Es schaut alles ordentlich aus, alles schick gemacht. Muss man ganz ehrlich sagen. Gepflegt, die Polster wie neu, Teppich wie neu, also hier ist alles picobello. Dann die Brickstop, wo ich vorhin gesagt habe, beziehungsweise den Diebstahlschutz, auch hier die Kette für Schiebetür, für Fahrertür, für Beifahrertür, auch sind die Bleche drin, natürlich auch für die Hecktüre. Da schauen wir jetzt auch mal ran. So, dann schauen wir hier oben hin, da sieht man die Häken für die Hecktüre, da man da auch die Sicherheit hat. Zack, so schaut er von hinten aus und hier haben wir jetzt das schöne Regal. Jetzt brauche ich mal kurz, mal schauen, weil den muss man links und rechts entriegeln. Mal kurz, mit einer Hand ist das schwierig, muss man eigentlich mit zwei machen. Zwackel das Bild ein bisschen, so, jetzt er. Und dann kann man den komplett als Vollauszug ausziehen. Und das ist natürlich schon ein Highlight. Und das Gleiche geht oben und unten. Der Vorteil ist auch dann, der rastet ein. Das heißt, dann rutscht er auch nicht
gleich wieder rein. Dann haben wir hier oben auch noch einen Arbeitsscheinwerfer. Das heißt, auch wenn ich hier was machen will, mein Fahrrad reparieren oder meinen Zacken aufbauen oder hier in die Boxen reingucken, dann haben wir dementsprechend auch die Möglichkeiten. Hier sind die Schachteln, alles dabei im Originalzubehör von den Nightbreakern. Also echt, echt alles in allem richtig top. Zack, tut man wieder rein, rastet wieder ein. Dann die ganzen Originalbezüge sind natürlich noch dabei. Dann haben wir hier die Hängerkupplung unten dran. Alles ist picobello. Jetzt schauen wir nochmal von auf die Bullbar. Hier haben wir den Sog. Dementsprechend also nochmal Ersatzkassette dabei. Allein schon die Reifen, wenn wir uns angucken. AT-Reifen, das wirkt schon geil, ne? Auf 16 Zoll. Also richtig cool. Die Alufelge hat er nicht mehr, aber unten hat er ein Ersatzrad hängen. Original mit dem gleichen AT-Reifen, aber allerdings auf Stahlfelge. Ist auch nur ein Ersatzrad. Dann haben wir hier auch nochmal Zusatzscheinwerfer. Aber das finde ich, schaut richtig cool aus. Auch von der Sicht, also macht richtig was her. Also echt cool. Am besten gefällt er mir wirklich mit die Reifen. Und weil er natürlich durch das Luftfahrwerk auch leicht höher kommt. Das hat natürlich echt viele, viele Pluspunkte. Also alles in allem ein, ich will nicht sagen Schnäppchen, aber ein richtig gutes, gebrauchtes, schönes, fertig konfiguriertes Fahrzeug, wo natürlich sofort zur Verfügung steht. Und wenn ihr daran Interesse habt, wenn da irgendwie Bedarf besteht, meldet euch kurz, am besten per E-Mail info@mika-caravan.de und dann kriegt ihr auch die dementsprechende Unterlage dafür, wenn ihr das wollt. Ab morgen, übermorgen wird er dann auch von meiner Seite aus nochmal ins mobile.de eingestellt und ja, dann gucken wir mal. Preis soll sein mit dem ganzen Zubehör 79.000 Euro. Regulärer Neupreis, wenn man den heute konfiguriert, ich habe das mal grob nachgerechnet, kommen wir ungefähr auf 92. Also da sieht man schon, dass da richtig Ersparnis dabei ist. Also wenn Interesse besteht, einfach kurz melden und dann könnt ihr euch anschauen. Hier bei Mika Caravan steht er bei mir auf dem Gelände. Hier steht noch unser Schwatzer, der gerade im Umbau sich befindet. Den habe ich euch ja im letzten Video schon mal angeteasert. Der hat jetzt den Umbau stattbekommen. Da geht es jetzt los. Da haben wir schon einiges geschafft und wird natürlich noch einiges dazukommen. Das wird ein richtig tolles Auto werden, wenn der fertig ist. Wenn auch an diesem Fahrzeug Interesse besteht, meldet euch. Auch dieses Fahrzeug ist zu verkaufen, wenn er dann fertig ist, ganz klar. Jetzt haben wir zweimal 130 Watt Peak Solar auf dem Dach. Wir haben die Oyster Connect auf dem Dach. Wir haben hinten Arbeitsscheinwerfer, vorne Arbeitslicht oder auch Zusatzscheinwerfer. Und dann kommt innen drin nur ein bisschen was. Also soweit ist er fertig und dann kommen noch Felgen. Dann fragen wir mal die Community, was da noch weiter zu tun ist. Und wenn da Interesse besteht, auch da bitte melden, jederzeit. Ja, heute ist Sonntag und ich habe euch eine kleine Roomtour gegeben für unserem Tournee. Das war so ein kleines Zwischenvideo, weil ich finde einfach, der Tournee ist echt ein geiles Teil und wird sich wirklich rentieren, wenn ihr schon auf der Suche seid nach so einem Auto. Qualitativ brauche ich über Tourneen nicht viel sagen, weil qualitativ sucht er seinesgleichen. Das ist bekannt, weil einfach die Verarbeitung von dem Fahrzeug echt Bombe ist. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach, ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und dann können wir da jederzeit uns unterhalten. Zur Besichtigung ist er natürlich hier am Hof. Camper Tobi hat gestern auch schon eine super geile Roomtour gemacht. Ich meine, er macht das immer so ein bisschen besser wie ich, weil er natürlich nichts anders macht und das echt im Detail super geil macht. Ein super schönes Video von dem Fahrzeug.
Und wenn ihr da nochmal reingucken wollt, da seht ihr das auch noch ein bisschen anders gezeigt. Das ist richtig toll geworden. Ja, dann unser Schwarzer Tournee, unser Umbauprojekt, auch der läuft in vollen Zügen. Der wird dann dementsprechend auch zum Verkauf stehen. Auch der ist natürlich zu haben. Wenn ihr euch da drin seht oder da Interesse habt, auch da kann schon dementsprechend Interesse angemeldet werden. Im Umbaufortschritt macht das ja auch Sinn. Wenn nicht, dann wird da auf alle Fälle wieder ein Video folgen, wie wir den Umbau weitergestalten, um dass wir dann sagen, Felgen stehen hier noch aus, Schnitzerfront und so weiter. Mal gucken, was wir da noch alles umbauen oder bewegen. Ja, nächste Woche, morgen ist Montag, geht es wieder voll zur Sache. Da hinten steht schon wieder hinter mir das nächste Auto. Ein Roberta, der kriegt auch der kriegt auch einen Komplettumbau. Dann nehme ich euch auf alle Fälle mit. Dann kommt morgen noch ein Fahrzeug, da kriegt auch einen Komplettumbau. Also nächste Woche ist wieder richtig Action. Und da freuen wir uns schon, euch auf dem Weg wieder mitzunehmen, euch wieder Technik vorzustellen, wieder zu zeigen, was wir tun, wie wir es tun. Und da sind wir auch schon wieder ganz gespannt und freuen uns wieder drauf. Jetzt in dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen, sonnigen, herrlich warmen Sonnentag, Sonnensonntag. Und genießt ihn. Morgen ist wieder Arbeit angesagt für viele. Ruht euch nur ein bisschen aus. Bleibt gesund und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich den Daumen nach oben, da freuen wir uns immer, wie über ein kleines Abo von euch, macht uns natürlich immer so ein bisschen die Arbeit leichter. Jedenfalls, wir freuen uns und wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao!